Die Röhre EZ81 gehört zu der Gruppe der Zwei-Weg-Gleichrichter. Sie wurde in sehr vielen Geräten, wie zum Beispiel größeren Radios bis hin zu kleineren Verstärkern eingesetzt. Die EZ81 ist für maximal 400 Volt Spannung pro Anode bei maximal 90 mA ausgelegt. Betrieben wird sie in Radios aber meist bei 250 Volt und dabei ist ein maximaler Strom von 150 mA pro Anode zulässig. Der Vorgänger ist die EZ80. Sie ist kompatibel mit der Schiffbelegung, hat aber eine andere geringere Leistung. Ich prüfe jetzt die EZ81. Zuerst prüfe ich, ob alle Spannungen stimmen. Der Faden auf Null stellen. Der Faden ist in Ordnung. Es gibt keinen Kurzschluss zur Kathode. Gitter 1, 2 und 3 gibt es nicht. Es gibt keinen Kurzschluss zur Anode. Die Röhre ist jetzt eingeschaltet, also die Anode. Ich habe einen Anodenstrom von ungefähr 51. 60 ist der Maximalausschlag für 60 mA. Also in diesem Fall ist der angezeigte Wert der direkte Wert in mA, also 51. Geprüft wird mit der Anodenspannung von 300 Volt und Sollwert soll 45 mA sein. Das zweite System misst bei auch 51, also beide Systeme sind gleich und die Röhre ist damit als sehr gut einzuschätzen.